Ja, das ist das erste Bild bei der Bildbesprechung Nummer 3, eure Bilder auf YouTube. Und bevor ich damit loslege, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass jeder von euch und jede von euch mir eure Bilder als Foto schicken kann und dass ich dann für einen Kostenaufwand von 10 Euro das Bild halt auf YouTube bespreche. Das hat für euch erstmal den Vorteil, dass ihr natürlich ein riesen Publikum habt, dass ihr im Prinzip so eine Art Workshop, so eine Art Mini-Workshop habt. Ihr kriegt ein Feedback für euer Bild und alle anderen, die sich das Bild anschauen und die Bildbesprechung hören, die lernen halt zusätzlich noch was. Also haben eigentlich alle was davon. Ja, und also ich denke mal, das ist in Ordnung und die Annelies, die dieses Bild hier gemalt hat, das ist das zweite von ihr, das sie mir geschickt hat. Und ihr werdet jetzt gleich merken, dass ich da relativ wenig dran ändern werde. Die hat einen riesen Entwicklungssprung gemacht und da sehe ich halt einfach, dass sie wirklich das, was sie aus dem ersten Bild gelernt hat, hier jetzt wirklich konkret umgesetzt hat. Und ich will euch das mal zeigen. Es ist immer ein bisschen schwierig mit der Technik. Jetzt habe ich mich selber wieder ausgedingst. So, da ist jetzt mein Werkzeugkasten. Und dann jetzt kann ich loslegen und euch die ganzen Sachen zeigen. Ich habe jetzt im Gegensatz zu den anderen beiden Bildern hier gar nichts vorbereitet, sondern ich werde jetzt die Veränderungen direkt hier am Bild machen, weil das ganz bestimmte Veränderungen sind. So, also zum allerersten Mal haben wir hier einen wunderschönen Aufbau. Also bitte um Entschuldigung hier oben wegen dem Kreis hier. Ups, das habe ich jetzt wieder gemacht. Moment. Ich glaube, ich muss das ein bisschen fetter machen hier, dass man das sieht. Ja, genau. Hier oben habe ich das Foto so ein bisschen komisch beschnitten. Ich wollte euch das ganze Foto zeigen. Es ist etwas schräg fotografiert worden und dadurch ist es perspektivisch nach rechts ein bisschen so weggelaufen. Jedenfalls bitte ich das zu entschuldigen. So, und jetzt legen wir mal los. Wir haben hier ein Bild mit zwei klaren Bildschwerpunkten. Und wenn ich mal gucke, die sind annähernd gleichwertig, sodass ich also sagen kann, wenn das jetzt eine Waage wäre, dann sind auf der Waage dieser Teich und das Haus annähernd gleich schwer. Und das macht es für das Bild kompositorisch ein bisschen schwierig. Also ich hätte entweder den Teich näher ich würde den Teich näher ans Haus dran machen, zum Beispiel in dem Bereich hier. Ich brauche eine dunklere Farbe, damit ihr das seht. Das ist jetzt immer etwas schwierig hier. So, vielleicht hier so. Also ich würde den Teich an diese Stelle eher hin malen. Ja, jetzt kommt es langsam raus. Weil ich dann nicht das Problem habe, dass hier so ein praktisch so zwei Bildschwerpunkte miteinander im Wettstreit sind. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gucke immer hin und her und dieser orangene Baum hier, der zieht durch seine kräftige Farbe auch noch den Blick auf sich, sodass man so drei, dass ich so drei Bildschwerpunkte habe, die mich immer wieder anziehen und damit fällt mein Blick aber weniger auf diese Dinge im Bild, ja. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das Bild insgesamt einfach total gelungen ist. Also mir gefällt es wirklich total gut. So, muss man gerade wieder die ganzen Dinge rückgängig machen. Also, das ist jetzt ein schönes Beispiel zum Thema Bildkomposition. Da haben wir, glaube ich, in den letzten Bildbesprechungen noch nicht so viel dazu gesagt. Kommt übrigens auch als Schwerpunktthema in meinem Buch Landschaftsmalerei einfach erklärt vor, weil genau da bringe ich dieses Beispiel, was passiert eigentlich, wenn ich zwei Objekte habe, die annähernd gleich groß sind im Bild, gleich sozusagen gleich schwer sind. Jetzt könnt ihr euch das wie eine Waage vorstellen. Dann ist der Mittelpunkt der Waage, der ist praktisch genau an dieser Stelle hier. Und damit habe ich das Zentrum genau in der Mitte des Bildes. Und das habe ich in den anderen Bildbesprechungen schon öfters mal gesagt, dass immer eher dazu neigt, also hier so diese Drittelregel zu machen. Ich mache drei Striche. So, und jetzt seht ihr hier das Haus, das müsste der Bildschwerpunkt sein. Der wäre auch genau an der richtigen Stelle, nämlich hier an diesem Kreuzungspunkt dieser einen Linie hier und der Linie hier. Ich habe das, muss es nur dicker machen. Moment, wie kriege ich das denn dicker? Ah, hier. Mal gucken. Ja, so ist viel besser. Genau, und der Linie hier. Und jetzt seht ihr hier, genau ist der Kreuzungspunkt, da ist genau das Haus und da würde es jetzt super hinpassen. Und ihr seht aber auch, dass der Teich
Genau auf dem anderen Kreuzungspunkt. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ne? So, Kleinigkeiten, die machen das Bild ja nicht kaputt. Das ist trotzdem ein fantastisches Bild. Es ist einfach nur so, dass ich, hey, was kann man noch draus machen? Eine zweite Sache, also was ich einfach lobend erwähnen muss, ist, man hat eine schöne Aufteilung in den Bildhintergrund, in ein Bildmittelgrund, diese gelbe Wiese, da hinten nur die Bäume und ganz klar hier den Bildvordergrund. Ja? Das ist bildkompositorisch, macht man das in der Landschaftsmalerei so, ganz hervorragend gelöst. Jetzt kommen noch zwei Sachen, zwei, drei Kleinigkeiten noch. Das erste ist, wenn wir uns das angucken, hier ist die helle Seite des Hauses, hier ist die Schattenseite. Das ist übrigens nach einer Vorlage von mir, von meiner Webseite interpretiert, finde ich sehr, sehr gelungen. Das Problem ist, wenn von hier das Licht kommt, also ihr seht auch hier total super die Schatten, hier dunkel, ne, unten dann baumdunkel und hier dunkel, also ganz toll umgesetzt. Aber hier habe ich ein Problem, hier fehlt der Schatten vom Haus, ja. Hier muss der Schatten vom Haus hin. So, bam, 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 bam. Ich ergänze den noch. Vielleicht wird da sogar noch ein Teil hier von dem Baum noch beschatten. Hier der Baum müsste auch noch einen kleinen Schatten haben. Und hier vielleicht noch ein bisschen dunkler. Das sind Kleinigkeiten. Aber jedenfalls hier, das Haus braucht ja nur einen Schatten. So, weil dann kommt, dann wird irgendwann diese Wiese, das sieht irgendwie so aus, als wenn die so abstürzen würde. Ja? Wenn ich jetzt aber hier den Schatten dabei bringe, und die Wiese hier nur hinten drüber führe, dann habe ich hier den Schatten, dann geht es hier erst hoch und hier praktisch hier so eine Art Hügel. Das gleiche an der Stelle. Hier stürzt durch die Pinselführung, ist hier so ein abstürzender Hang, aber wo geht der Hang hier in die Wiese über? Das ist irgendwie unklar und zeige ich auch eine einfache Lösung. Ich kann nämlich hingehen und kann hier die Wiese einfach hier weiterführen. Ich würde sie sogar vielleicht ein bisschen höher ansetzen hier. Ja, hier wäre meine Wiese. So. Okay, so. Und jetzt geht praktisch von weiter hinten, diese Bäume sind weiter hinten, und von den Bäumen geht ein kleiner Abhang, der hier so rausläuft auf diese Wiese, die hinter dem Haus ist. Ich glaube, ich muss sogar noch höher gehen. Das Haus hat ja eine gewisse Tiefe perspektivisch gesehen. Jetzt läuft er so nach hinten zu, hier ist das Haus zu Ende. Und wenn die Wiese dahinter sein will, dann müssen wir sie jetzt sogar noch höher ziehen. Aber das ist ungefähr... wäre von der Bildaufteilung dann wirklich perfekt. So. Und das Letzte, das sind halt einfach kleine perspektivische Ungenauigkeiten. Hier stimmt die Perspektive ja schon, ist ja relativ einfach. Ne? Aber das Problem ist, ich gucke hier, das Ding ist komplett gerade symmetrisch. Wenn ich aber so einen geraden Giebel habe, dann dürfte ich den ganzen Teil hier vom Haus eigentlich nicht sehen. Es muss ein bisschen verzerrt sein. Ja? So. Ich versuche das mal zu machen, so dass es ein bisschen realistischer wirkt. Die Perspektive muss ein ganz klein wenig verzerrt sein, sonst haut es nicht hin. So, das ist eine Kleinigkeit. Und die zweite Kleinigkeit, also es ist einfach nur eine perspektivische Sache. Und die zweite betrifft, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu erklären, die Horizontlinie. Viele verstehen Horizont, ach, das ist da, wo die Bäume auf den Himmel treffen. Das nennt man Horizont. Horizontlinie ist, wenn ich jetzt hier stehen würde, hier ist mein Kopf, ich stehe hier und gucke jetzt auf diese ganze Szenerie. Ja. So, dann hätte ich hier meine Augen und dann wäre das die Horizontlinie, die Höhe meiner Augen sozusagen, so hoch wie ich stehe. Ja. Und wenn ich jetzt auf einer Anhöhe stehen würde, sagen wir, ich stehe jetzt hier auf dem Baum hier oben und hätte meine Augen jetzt hier, dann wäre die Horizontlinie hier. Dann würde ich von oben runterschauen, dann hätte ich aber eine andere Perspektive. So, und genau da ist jetzt das Problem. Hier guckt jemand von oben auf den Teich rauf, weil er sieht den kompletten Teich. Hier guckt jemand eher von unten, weil die Perspektive läuft so weg von dem Haus. Ne? Das heißt, ich gucke eher von unten. Ja. Und das sind zwei widersprüchliche Perspektiven. Ich würde jetzt mal sagen, so gefühlsmäßig wird, deswegen hatte ich auch gerade die Wiese hier angelegt, gefühlsmäßig würde ich sagen, der Betrachter steht ungefähr hier so in der, das ist ungefähr die Horizontlinie. Also hier, irgendwo steht der da, schaut auf dieses wunderschöne Panorama und steht ungefähr so, dass sein Kopf in der Höhe ist. Also leicht tiefer als das Haus, aber nicht sehr viel. Dann kann er nicht in den Teich reingucken. Und das sind ganz typische Fehler, die man am Anfang macht.
Also hier ist ein unglaublicher Detailreichtum. Ihr schaut euch mal diese ganzen Blumen nur an, ne? Und die Ente auch noch. Ein Wahnsinns-Detailreichtum, aber misst ihr nochmal, Perspektive stimmt nicht. Ja? Also wenn ich wirklich jetzt von hier ungefähr, wenn hier die Horizontlinie wäre, dann würde ich hier den Rand des Teiches sehen. Das hier alles würde ich nicht sehen. Ja? Ich würde die Ente sehen, wie sie. Ah, ich muss das noch ein bisschen schöner machen, damit man die Ente auch sehen kann. So. Dann würde ich hier die Steine sehen. Die Steine hier unten, die würde ich gar nicht sehen, das wäre alles Wiese. Ja? Und hier hinten wäre der Teich schon wieder zu Ende, weil er perspektivisch verzerrt ist. Der ist ganz stark gekippt sozusagen. Ne? Und jetzt merkt er plötzlich, jetzt stimmt es mit dem Wasser. Jetzt ist es so vorstellbar. Ne? Jetzt hier die Dinger da, diese Schilfgras oder so, das konnte ja auch in der Wiese irgendwo sein. So macht die ganze Sache jetzt plötzlich Sinn. Ne? Also, es ist jetzt ein bisschen rumgekritzelt von mir, gebe ich gerne zu, aber ich müsste das Bild jetzt wirklich komplett neu machen. Das wäre jetzt ein echter Aufwand. Aber ihr glaubt, ihr seht den Sinn der Sache. Ne? Das wirkt irgendwie komischerweise glaubwürdiger, als wenn ich die ganze Sache jetzt rückgängig mache. Das ist zwar schöner, also von den Farben einfach total toll, aber es sieht irgendwie so aus, als wenn der Teich hier hochkippen würde. Ja? Wenn er so hochkant stehen würde, und das kann ja nicht sein, dann wird das Wasser herauslaufen. Geht nicht. So, und dann sind wir auch schon bei der letzten Kleinigkeit, nämlich bei der Ente. Hier. Das ist eine winzige Kleinigkeit. Ich hätte es ein bisschen kleiner gemacht. Also wenn der Teich sehr weit vorne ist, dann muss ich wegen der Horizontlinie den Teich hier vorne irgendwo verorten. Dann kann ich die Ente auch so groß machen. Aber wenn ich mal schaue, die Ente ist hier ungefähr auf der Höhe von den Fenstern. Das heißt, wir haben die Ente, die ungefähr so 1 Meter groß ist. Und das ist so, okay, ne? So, aber, jetzt kommt das große Aber. Ich habe jetzt eine Menge rumgekrittelt, obwohl ich das Bild absolut fantastisch finde. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der Sache, wieso ich an dem Bild nichts ändern würde. Weil, ich glaube, man nennt diese Stilrichtung naive Malerei. Und also dafür ist es ein traumhaftes Beispiel. Und also ich finde das Bild wirklich wunderbar. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Sachen. Wo ich einfach sehe, wo die Entwicklung ist. Also zum Beispiel hier, die rechte Seite des Baumes ist dunkel, weil das Licht kommt von der Seite. Wunderbar. Diese Seite ist dunkel, diese Seite ist hell, weil das Licht kommt von da. Wunderbar. Das mit dem Baum habe ich euch schon gezeigt. Dann hat sie darauf geachtet, dass die ganzen Kanten hier, dass sie maximale Kontraste hat. Guckt den Schornstein hier, sie hat den Schornstein auf der Seite richtig gemalt. Auch hier, der Baum ist hier dunkler, ne? Hebt sich dadurch hier stärker von dem hier ab. Überall hier sind die Bäume. Alle im Schatten richtig gut, also hier immer rechts Schatten, links hell, alles perfekt. Und immer maximaler Kontrast eben zwischen den Gegenständen. Hier an der Stelle, wo die hellen Steine auf die dunkle Wiese treffen, ne? Maximaler Kontrast. Hier da an der Ecke zwischen Haus und Wiese. Also einfach wirklich ganz toll. Das heißt, im Detail ist es wunderbar. Und jetzt bin ich mal auf das nächste Bild von der Annelies gespannt. Also entweder sie entscheidet sich und sagt, okay, ich kann jetzt versehen, was der Mustafa sagt, aber das ist nicht meine Art zu malen. Ich möchte es einfach so haben. Bin ich absolut einverstanden. Ich gucke das halt mit einem anderen Blick an. Ne? Bildbesprechung heißt ja immer, das können wir dann noch mitnehmen. Also wo kann ich noch was zeigen? Ne? Oder sie sagt halt, okay, also ich möchte jetzt doch eher in Richtung klassische Landschaftsmalerei gehen. Dann ändere ich jetzt noch ein paar Sachen. Ne? Also bin ich gespannt. In jedem Fall ganz dickes Kompliment an die Annelies und jetzt schauen wir uns gleich das zweite Bild vom Stefan an. Ja, hier haben wir also das zweite Bild. Und das ist vom Stefan. Und ja, leider hat er mir ein Foto in einer nicht so guten Auflösung geschickt. Und wie man hier sehen kann, in der Bildmitte haben wir hier relativ viel Helligkeiten, also Reflexionen von einem Blitz oder vom Tageslicht. Und dadurch ist das Bild in gerade wo der Baum steht, leider ein bisschen überblendet. Ich habe es versucht, fototechnisch nachzubearbeiten, aber da bin ich jetzt nicht so fit drin und habe es einfach nicht weggekriegt. Gut, ich versuche das Beste draus zu machen. Also vom Bildaufbau her, von der Bildkomposition her, dominiert natürlich hier links dieser große Baum. Rechts diese Bergmasse, die da im Hintergrund ist. Ich denke, dass die nicht so dunkel ist, dass das eher durch das Foto kommt und durch die Nachbearbeitung.
Ist aber egal, wir können daran trotzdem sehr viel zeigen. Es ist ein Bild, das eher, würde ich sagen, eher mal melancholisch ist. Und ich gucke einfach mal, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich damit gemacht habe. Ich weiß natürlich nicht, es ist immer mein Geschmack, meine Ideen, ob das jetzt eure sind, das müsst ihr dann selber entscheiden. Also es gibt bestimmt viele von euch, die sagen, Mensch, das Bild ist echt toll, das soll eigentlich so bleiben. Mir persönlich, ich würde jetzt natürlich, das hängt vielleicht eher mit der Fotografie zusammen, wie ihr jetzt hier seht, würde ich erstmal entscheiden, wo das Licht herkommt. Ich entscheide jetzt einfach von links, von links oben, weil das halt durch dieses Foto jetzt so entstanden ist. Ob es in Wirklichkeit so ist, vermag ich nicht zu sagen. Und dunkle daher natürlich alles, was rechts davon liegt, deutlich auf. Und ihr seht halt, dass jetzt der vorher eher flach wirkende Baum, ja, sei der Fotografie geschuldet, jetzt deutlich mehr Tiefe bekommt und Räumlichkeit und eher so rundlich wirkt. So. Als nächstes habe ich mir in der Bildmitte den Weg vorgenommen. Der Weg führt zum Baum hin. Der macht einen Bogen wie ein umgedrehtes C. Und ich habe mir gedacht, ja, erstens mal möchte ich hier den Weg klarer hervorheben. Ich meine, es kann auch ein Bach sein, das konnte ich auf dem Foto nicht erkennen. Aber in jedem Fall würde ich diese Struktur stärker hervorheben. Perspektivisch auch stärker rausarbeiten, dass da vorne deutlich breiter ist. Und im linken Teil halt, weil der Hügel, der von links hier runterkommt, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt, also von links der Hügel, der herunterkommt, der wirft natürlich auf diesen Schatten, ach Quatsch, auf diesen Weg oder diesen Bach einen Schatten. So, und dann möchte ich aus dem C ein kleines S machen. Da habe ich ein bisschen Helligkeiten eingefügt und jetzt möchte ich ein S machen, damit das Auge so ein bisschen mehr noch in die Ferne geleitet wird. Ist mir ein bisschen dick geraten, das habe ich aber gleich noch geändert. Und dann, weil ich ja sage, okay, das Licht kommt von links, muss natürlich in der rechten Bildhälfte, also rechts von dem Weg, muss es heller sein, weil da fällt ja Licht drauf. Und deswegen bin ich da mit hellerem Grün und hellerem Gelb nochmal drüber gegangen und habe das deutlich aufgehellt. Und habe dann den Teil, der beschattet ist, der Hügel so einen leichten Schatten hat, habe ich dann nochmal abgedunkelt, das war mir dann ein bisschen zu viel und habe das noch ein bisschen nachgearbeitet. Und dann habe ich, wie ihr jetzt seht, den Weg ein bisschen mehr so diffus werden lassen. Und dann kommt natürlich kommen wie immer meine Vögel, weil jetzt führt der Weg so ins Nichts und das Auge weiß eigentlich gar nicht, wo soll es jetzt hingucken. Und ich finde es ganz nett, wenn es so ein Gegengewicht zu dem Baum gibt. Ich konnte mich nicht so ganz entscheiden und habe dann zwei verschiedene Gegengewichte genommen. Also das eine habe ich so natürlich wieder meine üblichen Vöglein genommen. Jetzt seht ihr, dass man hier praktisch so ein Gleichgewicht hat zwischen Vöglein und Bäumen, wobei der Baum schwerer ist und deswegen der Schwerpunkt dieser beiden Objekte eher zum Baum hin ist, was gut ist, weil der Schwerpunkt damit aus der Bildmitte raus ist. Und der Weg ist ja so eher in der Bildmitte, den müssen wir eigentlich auch noch ein bisschen verschieben, aber das ist jetzt nicht so dramatisch, weil ich habe dann, damit das Auge dann gestoppt wird, also nicht einfach sich verliert, dem Weg folgt und dann aus dem Gebirge diese dunkle Masse rechts, also nach rechts rausgeht, habe ich dann hier noch so ein paar Gebäude dann, so könnte eine Kirche sein, kleines Dorf, da ist noch ein Schatten noch, habe ich einen Schatten noch ergänzt und habe dann deutlich mehr Helligkeit noch gemacht, damit sich das besser hervorhebt. Seht, was es ausmacht, diese wenigen Striche, ich mache es nochmal eben zurück, sind vier Striche, eins, zwei, drei, vier, ne, was das ausmacht, diese Helligkeit. Diese Helligkeit habe ich dann auch noch genommen und habe sie, ja, ich habe es sogar noch heller gemacht, habe zum Teil den Weg noch aufgehellt, ein bisschen die Wiese, weil der Fokus ist jetzt eben nicht mehr so der Baum. Der Baum führt eigentlich das Auge nur zu diesem kleinen Dorf hin und habe dann noch so ein bisschen Helligkeiten da hinten eingefügt. So, das wäre jetzt eigentlich der Bildfokus. Ist ein bisschen sehr mittig, müsste eigentlich mehr rechts sein, aber auf die Schnelle hab ich es halt so gemacht. Ich habe die gleiche Helligkeit dann nur genommen, um den Baum noch aufzuhellen auf der linken Seite, klar zu machen, aha, da kommt das Licht her. Und ihr seht, dass diese ganzen kleinen Änderungen dem Bild mehr Tiefe geben, mehr Tiefe verleihen. Jetzt hat man mehr so das Gefühl, in das Bild reinzugehen. Aber nochmal, also ich kann dieses Bild jetzt sehr schlecht beurteilen, weil die Fotografie, die ich da bekommen habe, halt überblendet war von so einem Blitz oder vom Tageslicht. Okay, ich hoffe, dass euch das trotzdem weiterhilft, dass ihr so ein paar Ideen entwickelt, wie ihr so Bildkomposition entwickeln könnt, wie ihr so ein Bild aufbauen könnt.
Also es ist jetzt nicht mehr gar so melancholisch, aber es hat trotzdem, finde ich, noch es ist so eine öde Landschaft, aber eben sehr reizvoll durch die Farben. Und es könnten ja hier jetzt auch drei Krähen sein, das ist ein einsames Mönchskloster, keine Ahnung. Also ist jetzt nicht ein Bild, das jetzt vor Farbe strotzt. Ja, und das ist so etwas, wo ich immer große Schwierigkeiten habe, sowas zu malen. Und ich habe da wirklich einen heiden Respekt davor, wenn jemand sowas hinkriegt. Okay, das war das Bild vom Stefan. Und jetzt wenden wir uns dem Bild vom Tom zu, dem jüngsten Maler in dem heutigen Video. Okay, das ist jetzt ein Bild von einem sehr jungen Künstler. Der Tom ist, glaube ich, 13 Jahre alt. Und er ist ein ganz großer Fan. Ups, was passiert hier? Gerade irgendwas spinnt hier. Okay. Er ist ein ganz großer Fan der Landschaftsmalerei, was ich für das Alter echt sehr ungewöhnlich finde. Das Bild ist jetzt nicht ganz dargestellt, ist ein ganz klein wenig abgeschnitten, aber ich möchte, dass ihr das ganz seht. Von daher habe ich das jetzt erstmal so gelassen. Ich würde das sowieso von unten noch weiter zuschneiden, dass man weniger Boden hat. Mir ist der Boden hier ein bisschen zu viel im Vergleich zum Himmel. Das kann man jetzt, wie gesagt, nicht so ganz erkennen, weil das Bild etwas beschnitten ist, aber es hat im Original hat es ein bisschen zu viel Boden. Gut, und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was ich da alles als Vorschlag hätte, um das Bild noch weiter zu optimieren. Und zwar, wenn wir uns mal den Baum da anschauen, das sind also erstens mal, das finde ich sehr gelungen, damit fängt das sowieso erstmal an, was gut an dem Bild ist. Er hat mit der Anzahl der Bäume sehr geschickt gearbeitet, hat er drei Bäume genommen, zwei wären ein bisschen langweilig, wenn zum Beispiel rechts und links Sonne jetzt nur jeweils ein Baum wären, das wäre total langweilig. Dann haben wir den links einen Baum plus den Elefanten und rechts die zwei Bäume, das ist super. Wobei man das trotzdem noch verbessern könnte, ich zeige gleich wie. Bei den Bäumen finde ich, wenn man schon afrikanische Bäume hat, dass man die mehr in die Breite gehen lassen sollte und weniger in der Höhe. Das ist ja mehr so dieser Affenbrotbaum-Stil und das habe ich hier mal versucht zu imitieren. Dann, was die Anzahl der Bäume angeht, hätte ich halt auch noch einen Vorschlag. Ich würde gerne hier an der Scheibe der untergehenden Sonne gerne noch ein paar Bäume haben, die die Sonne leicht abdecken, weil man damit einfach mehr Tiefe reinkriegt in das Bild. Das habe ich hier mal versucht zu imitieren. Ja, also ich arbeite hier am Computer und nicht mit dem Pinsel, von daher bitte ich zu entschuldigen, dass das so ein bisschen durchsichtig ist. Aber ihr seht, was das für einen Effekt hat. Die Bäume, dieser eine Baum, den ich jetzt eingefügt habe, der tritt ganz deutlich weiter nach vorne und damit kommt halt mehr Tiefe in das Bild rein. So, und dann bei den Wolken hätte ich heute halt nur den Vorschlag, dass man da die Wolkenbilder bis an den Rand verlängert. Ja, das habe ich hier mal gemacht. Und bis das obere, da habe ich nur so ein bisschen was ergänzt, ne? Und ihr seht, dass der Himmel da auch ein bisschen mehr von dieser Nachtstimmung da bekommt. Die Wolken sind jetzt ein bisschen zu dunkel, aber das liegt daran, ich hatte in dem Bild jetzt keine passende Farbe vorrätig, weil ich arbeite dann immer mit so einem Instrument, wo ich einfach eine Farbe aus dem Bild verwende und das Bild weiter damit bearbeite. Deswegen sind die Wolken jetzt ein bisschen dunkel geworden. Dann den Boden unten, das seht ihr unterhalb der Sonne und da, wo ich es jetzt gerade eingefügt habe beim Elefanten, dass das ein komischer Grauschimmer ist. Ich finde es ganz wichtig, dass in dem Bereich Dunkelheit ist. Auch da seht ihr wieder, was für einen Effekt es hat. Sofort poppt der ganze Vordergrund nach vorne. Es ist eine große Tiefe in dem Bild und man denkt, ja, die Sonne ist jetzt nicht direkt da an dem Horizont, sondern also direkt an der Erdoberfläche, die man da jetzt praktisch sehen, sondern wirklich weiter hinten. So, und der letzte Punkt bei diesem Bild wäre dann, dass man im Vordergrund, der jetzt wirklich einheitlich schwarz ist, vielleicht nur kleine Farbnuancen einsetzt. Wenn die Wolken jetzt tatsächlich mit Preußischblau gemalt worden sind, dann nehme ich da halt auch ein Preußischblau dafür her. Konnte ich jetzt hier aus dem Bild nicht extrahieren, deswegen habe ich einfach einen leichten Orangeton genommen. Und habe den zum Beispiel jetzt hier bei dem linken Baum an der Seite eingefügt, die von der Sonne bestrahlt wird. Das habe ich dann bei den anderen Bäumen zum Teil auch gemacht. Ja, dann seht ihr, dass das gleich noch ein bisschen mehr Lebendigkeit reinbringt. Auch in der Krone von dem rechten mittleren Baum, da bei den Bäumen überall eine so leichte orange Tupfer reingebracht. Und jetzt hier im Vordergrund habe ich einfach so zufallsgemäß einfach ein paar Striche hingemacht, um mal zu zeigen, was das für einen Effekt hat, wenn man da halt noch ein bisschen Farbe reinbringt.
Okay, ich denke mal, für ein Anfängerbild, wo man wirklich auch noch das Alter berücksichtigen muss, ist es sehr, sehr gut. Dann vielleicht noch ein Hinweis von allen, die sagen, ja, so gut kann ich auch malen, von den Erwachsenen. Bedenkt bitte, dass die zeichnerischen Fähigkeiten eines Erwachsenen auf dem Niveau eines 11- oder 12-Jährigen stehen bleiben, wenn er nicht fleißig übt. Das heißt, ich bin mir ganz sicher, dass die meisten Zuschauer, die jetzt gerade zum Beispiel anfangen mit der Malerei, das eben gerade nicht können, hier also das wirklich besser zu machen. Okay, ja, noch, genau, hier zu den Vöglein hier oben, die ich jetzt nochmal hier einkreise. Sieht man jetzt kaum mehr, weil ich jetzt eine andere Farbe auf meinem Instrument habe. Das ist auch sehr gut gelungen. Er hat ja auch drei Vöglein genommen. Das heißt also auch eine ungerade Zahl. Hätte er eine gerade Zahl genommen, wäre es ein bisschen langweilig. Und ich finde, er hat es ja auch richtig gut platziert. Hätte er die Vögel links im Bild über dem Elefanten zum Beispiel platziert, wäre es nicht so gut. Dominierend bei dem Bild ist ganz klar der Himmel. Und von daher auch nochmal mein Vorschlag halt, das Bild im unteren Bereich, also in dem Bereich hier ruhig nur abzuschneiden. Also ich versuche das jetzt mal zu demonstrieren. Also den Teil des Bildes wirklich komplett weg. In Wirklichkeit ist es natürlich noch mehr, ne? Diesen Teil des Bildes komplett weg, sodass wirklich der Himmel dominiert, ne? Weil diese dunkle Fläche, wenn die zu groß ist, die erdrückt einfach. Ja, wie gesagt, ein gelungenes Bild und ist sicherlich auch als Geschenk ganz toll geeignet. Freut sich sicherlich jeder, wenn er sowas bekommt. Und ich wünsche dem Tom weiterhin viel Erfolg auf seinem Kurs als Künstler und viel Spaß bei seiner Reise in die Welt der Farben.